Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abonacho und herzlich willkommen in Subnautica Hardcore. Ich war mal wieder dusselig, ich habe das Ding in der Hand, drück die Aufnahmetaste. Deswegen habe ich gerade mal kurz so ein wenig entnervt eingeatmet, weil ich kenne das ja. Das ist ja völlig normal bei mir. So. Eins, zwei. Wir ernten halt überall ein bisschen. Drei, vier. Da geht auch noch. Ah, ich glaube, ich habe... Die wachsen dummerweise nicht nach, ne? Bleib halt weg. Du sollst wegbleiben, habe ich dir gesagt. Das brauche ich jetzt nicht. Du kannst aber auch nicht hören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, ist doch in Ordnung. Viel mehr kann ich ja eh nicht einnehmen. Reinnehmen. So. Und die brauche ich ja nur abbauen und nach oben dran setzen. Also versuchen zumindest. Ups. Ich wollte den. Können wir schon mal wieder ein bisschen Silikongummi machen? Ich glaube, ich gehe noch einmal raus, dass ich ein bisschen was davon in Reserve habe halt. Und 6 Stück kann ich ja mitnehmen. Ist ja jetzt nicht so besonders viel. So. Einmal Rindbacken. Und das mache ich jetzt nochmal und dann sind wir ein bisschen weiter weg und die abholen würde ich ganz gern. Dass es hier vorne ein bisschen am Leuchten bleibt, aber... Ah, da ganz hinten. Oh ja, das geht. Hier kann ich ein bisschen ernten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den einen lassen wir dran. So, dann habe ich auf jeden Fall auch erstmal wieder ein bisschen Silikongummi in Ersatz. Wunderbar. Dankeschön, endlich sagst du es mal wieder. Ich dachte schon, du magst mich nicht mehr. Schmierstoff sollte ich mir vielleicht auch mal, ne? Ja, noch einmal raus. Ein bisschen Schmierstoff besorgen. Das machen wir auch. So, da war ganz viel. Es ist ja auch nicht wirklich weit weg. Oh, hier ist mal gar nichts am Leuchten. Das finde ich schade. Muss in andere Gebiete, wenn ich möchte, dass es hier leuchtet. 4, 5. Wie voll? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriege ich 2 Schmierstoff für. Sollte erstmal reichen. Jetzt hätte ich beinahe meine Seemutter gekillt. Das wollen wir auch nicht. Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam, Aurora, do you read? Over. Dann bitte was? Still nothing. Ich habe doch gar nichts gesagt. All Terra ships. They've run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help? They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. See what the long-range scan picks up in the meantime? Damn charter's gonna have us wasting our profit margin running errands for Altera. Also ich habe jetzt mit Absicht nicht laut mitgelesen, weil, klar, für die Englisch können, ist es in Englisch natürlich dann auch wesentlich besser. So, jetzt muss ich allerdings mal gleich mal gucken. Ja, ich habe ja auch keinen rausgenommen. Also wieso kam da jetzt plötzlich eine Nachricht? Verstehe ich nicht. Was habe ich jetzt da drin? Liveport 19. Wollten wir auch noch hin, genau. Da gehen wir gleich erstmal hin. Ich wollte allerdings, deswegen hatte ich Silikongummi. Ich wollte eigentlich so viel, ne? Wofür hatte ich jetzt Silikongummi gemacht? Ich wollte doch irgendwas.
Für der Shot. Ja. Ach, einmal raus. Einmal. Ups. Ein. Und schon geht's. Dafür brauche ich jetzt noch, dafür brauche ich jetzt noch 4 Titan. Holen wir uns das. 1, 2, 3, 4. So. Weil dieses kleine Stück hier, ich weiß noch gar nicht, was ich da... Das wird wahrscheinlich einfach nur ein Durchgang bleiben. Hier springen die Fische durch die Gegend. So, hier kommt das Shot hin. Und dieses Ding hier möchte ich nämlich auch eigentlich komplett ganz gerne in Glas machen. Weil wenn ich hier tatsächlich ein Aquarium mal irgendwann reinsetzen kann, wenn ich sowas habe, dann wäre das doch, also so eine Zuchtstation, wäre das doch geil, wenn hier alles aus Glas wäre. Das wäre doch schick. Ja, und alles andere haben wir mit Schotten, das ist gut. Also überall, wo wichtig ist, ist ein Shot. Läuft. Und sollte tatsächlich mal hier irgendwas passieren, dann wird halt nicht die ganze Station unter Wasser gesetzt, was ich auch gut finde. Man kommt halt ran und kann es wieder fliegen. Ich wollte hier erstmal die, hatte ich gesagt, ne, zack, einverbraten und gut ist. Dann bin ich auch wieder voll. So. Nein, nochmal rein. Da. Weil ich brauche Ausrüstung. Da brauche ich... Doch, ich kann die Motor mal reparieren. Die habe ich ja eben kaputt gemacht. Das kann aber da wieder rein. Das macht es mir aber auch schwer. Das wollte ich eigentlich auch nach oben setzen, ne? Die Frage ist nur, warum? Ich kann auch da oben... Stimmt. Ich kann auch da oben sowieso nicht... Ne, dann bleiben die da. So. Reparieren. Du Alte, geh weg von mir, du. Hau ab. Du Vieh. Ich wollte was reparieren. Was denn? Edge Badge. Du warst zu laut, aber eindeutig zu laut. Kann ich nicht... Ich kann doch hier unten auch eine Verstärkung dran setzen. Stimmt, nee, geht gar nicht. Das geht doch immer noch von der Seite. Mann, ich bin ja auch ein Depp manchmal. So. Erstmal die Mutter wieder kaputt, heile machen, damit wir es auch wieder kaputt machen können. Wo bist du nu? Hä? Wo bist du nu? Sag's mir. Oder geh weg. 30 Seconds. Ernsthaft? Also, mach mal schnell heile. Das war jetzt so nicht gedacht, aber naja. Ich würde ganz gern immer noch Heile machen. Danke. Endlich habe ich es geschafft. Ich habe Heile gemacht. Wie schön. So, kleiner Ding an der Seite. Da stört es nicht. Und die Taschenleuchte kann da wieder rein. Die brauche ich wahrscheinlich öfter mal. Ups. Nein. Ach, die kann ich auch rausmachen. Dann mache ich das immer so lange aus, wie ich es brauche. Naja, ich muss für den Motte dummerweise jetzt auch immer so eine Energiezelle mitnehmen, wa? Ich habe nur eine. Oh. Ach, das war, weil ich so viel Batterien, aber so wenig andere Dinger gesammelt habe. Ja, auch unschön. So. Jetzt können wir endlich los. Juhai. Auch in die Motte. Nee, das lass mal ruhig. So, wo geht's denn lang? Da. Wollen wir da doch mal gucken. 1100...
Das ist ordentlich. Also Energiezellen werde ich mir im Zweifel halt herstellen müssen. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt noch ein paar neue Sachen drin habe, die ich noch nicht gesehen habe, wenn ich das Konstruktionswerkzeug drin habe. Oh, 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 das geht aber auch verdammt tief runter. Dicker, Vorsicht, rechts vor links. Ah, verdammt, dann hast du Vorfahrt, tut mir leid. Hier ist doch irgendwas. Ja klar, also was zum Scannen. Ihr habt echt Schwierigkeiten hier, wa? Wartet mal. Ich muss mal, da ist gar nichts drin, wa? Ne, ich brauche nicht aussteigen. Hier ist aber auch noch ein bisschen was. Und hier ist auch meine Signalboje. Ha, ha, ha. Liveboat 19, war das dann der, der so in der Tiefe war? Waren wir da auch schon? Wieso kriege ich den dann nochmal? Wo ist er denn? Irgendwie unter mir. Irgendwie ist er immer unter mir. Diamanten. Ein Diamant, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, weil vergessen. Ich habe auch noch keine Pause jetzt hier gemacht und war halt zwischendurch nicht wieder raus. Hm. Na super. Also ich bin jetzt bei 120 Meter und das Ding ist immer noch 345 Meter von mir weg. Da freut man sich natürlich. Ganz tolle Sache. 200, das ist in 400 Meter Tiefe? Was liegt denn darum? Caution, passing safe depth. Ja, ich will aber jetzt trotzdem mal ganz gern wissen, was das da ist. Kann ich nicht scannen. Kann ich auch nicht mitnehmen. Das sieht irgendwie schick aus. Hier gibt's schon mal Salz. Und Fische. Halt eine Menge. Okay. Ich selber kann auch nicht unter 200 Meter normalerweise, wa? Also wird's schwierig, sagt er mir, glaube ich. Kann das sein, dahin? Hier sind überall diese grünen Büschel. Warum kann ich die nicht... Oh, 105... Ich glaube, hier war ich. Ich glaube, hier war ich. So. Einmal mehr als sterben kann ich ja nicht. Ja, natürlich. Hier war ich doch schon. Habe ich doch gesagt, hier tolle Stielaugen. Ups. Ja, was soll ich jetzt mit einem weiteren PDA? Ansonsten gibt es hier nämlich nichts. Ich muss mal... Doch, ein paar Kristalle. Super. Geh mal weg, ich muss nach oben. Danke. Ja, ich weiß. Ich hab's eilig. So. Dann brauche ich das Ding aber auch nicht mehr. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wofür. Außer, dass da halt so ein dicker Kristall war, aber eben nur einer. Naja, Hose wie Jacke. Ja, auf der anderen Seite habe ich wirklich viele gehabt. Na, jetzt stupst er mich schon wieder an. Aber dann können wir hier nochmal ein bisschen weiter gucken und das Ding legen wir nach Hause. Oh doch, hier sind mehrere so eine Kristalle in dem Gebiet. Ja, diese ganz dicken. Dann behalten wir das doch. Was ist das denn? Ja, aber trotzdem würde ich gerne wissen, was das ist. Auch diese. Ja, cool. Noch so ein Gebiet. Mega.
Aber hier brauche ich definitiv einmal den verstärkten Anzug und ein anderes Schiff, damit ich tiefer komme. Ansonsten wird da nichts. Dann nehmen wir uns erstmal die nächste Nachricht. Mal gucken, was die Schönes haben. Und dann können wir mal ein bisschen die Basis ausbauen. Weil ich würde halt ganz gern jetzt die Sachen noch alle haben, die ich eigentlich machen können sollte. Nur, wo ich gerade nicht weiß, wie ich die machen können sollte. Ich bin echt 1000 Meter weg. 1 Kilometer. Und mit den ganzen Verstärkungen müsste man ja mal gucken, ob man nicht so richtig tief unten bauen kann. Irgendwann mal. Und idealerweise das Ganze noch miteinander vernetzen. Das wäre auch super. Aber jetzt erstmal gucken, also so viel Zeit haben wir ja eigentlich jetzt nicht, weil ich gesagt habe, also ich wollte irgendwo zwischen 49 und 98 Folgen dann machen. Was letztendlich dem geschuldet ist, dass ich ja 7 Tage die Woche ausstrahlen möchte. Und dass wir halt eine klare Anzahl von Wochen haben. Und nicht irgendwann mitten in der Woche aufhören müssen. Ja, und dann mal gucken, wenn das von euch entsprechend angenommen wird und ihr das gerne weitersehen möchtet, dass wir das dann nochmal machen. Mittlerweile dürft ihr auch schon ein Patch rausgekommen sein. Ja, tut mir leid. Also, wenn du meinst, du musst mir gegen mein Schiff schwimmen, hast du die Arschkarte gezogen. Und bisher war es wohl immer so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass man relativ problemlos die Safecams mitnehmen konnte. Außerdem, wie gesagt, das ist Hardcore und das würde ich dann ganz gern auch zu Ende spielen. Deswegen mache ich das dann auch. Auch wenn da jetzt eventuell schon eine neue Version schon wieder draußen ist. So. Und jetzt würde ich ganz gern aber auch mal sehen, was denn... Welcome aboard, Captain. Was denn meine Energie sagt. So, der kann erstmal raus und kann dort rein. Was nicht mehr geht. Ich sollte ein bisschen Glas fertig bauen. Was aber auch nicht geht, weil... Oder noch irgendwie ein Schrank. Was ich da hinten jetzt ja machen könnte. Ich möchte jetzt hier die Blumen nicht einfach so irgendwo hinknallen, weil ich kann sie ja nicht wieder abernten. Das ist jetzt halt so mein Ding. Gib mir mal eine neue Rettungskapsel. 13. Okay. Gehen wir da gleich mal hin. So, was haben wir denn? 18 Minuten. Das heißt, noch ein bisschen essen, noch ein bisschen trinken und ups. Läuft. Und den da. Alles gut. Wo ist denn die Rettungskapsel? Da hinten. Mit einem mongolischen Botschafter. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich an das Schiff vorbei muss. Das Schiff müsste nördlich sein, ne? Hatte ich gedacht. Irgendwann mal. Muss ich nicht vorbei. Ja, bleib doch halt oben. Ich bin... Ja, muss ich also nicht am Schiff vorbei. Gut. Wenn ich nicht am Schiff vorbei muss... Ist das schon mal... Ach, ich hatte doch irgendwas mit einem verstärkten Taucheranzug und Pressluftflasche und so ein Kram gesagt. Da will ich doch auch erstmal gucken. Weil jetzt direkt loszufahren lohnt sich ja nicht mehr. Ausrüstung. Das ist aber normal. Das ist halt alles. Strahlenschutzanzug, verstärkter Taucheranzug, fehlen uns sogar noch Teile. Das Kreislauf hat ein Kreislauftauchgerät wäre natürlich auch nicht. Wo ist es denn nun?
Hier. Ein Kabelsatz und Fasergeflecht. Machen wir das doch mal. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ding denn ist. Also Fasergeflecht habe ich und Kabelsatz. Da brauche ich, glaube ich, 2 Kupferdrähte für. Hier. Kabelsatz. Erweiterten Kabelsatz hatte ich, glaube ich, gesagt, ne? Das wäre dann Gold und Computerchip. Okay, und ich habe gesagt, ich brauche erweitert oder... Ne, normalen Kabelsatz. Den könnte ich hier sogar nicht mehr drin haben. Sieht nicht so aus. Das ist Kupferdraht. Fasergeflecht brauche ich ein. Und für einen Kabelsatz brauche ich 2x Silber. Noch habe ich ein bisschen, glaube ich. Oh, muss ich mir auch wieder besorgen. Oh, das muss ich mir auch wieder besorgen. Okay, Kabelsatz. Und jetzt machen wir mal das Kreislauftauchgerät. Eigentlich müsste das dann ja auch... Ja. Fragezeichen Doppelpunkt? Ja, habe ich gerade auch. Mache ich das jetzt da rein oder mache ich das jetzt da rein oder... Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich den rausnehme. Geht nicht. Da? Statt... Aha. Das sieht aber merkwürdig ein. Okay. Wo habe ich denn jetzt... Da. Das heißt, den Helm raus und das Kreislauftauchgerät als Helm. Okay. Bedeutet aber letztendlich auch, ich muss immer gucken, wo ich hin muss. So, das sollte jetzt eigentlich bedeuten, dass ich weniger Sauerstoff brauche. Eigentlich. Ich lasse den mal vorsichtig aber noch drin, ich habe eh keinen Platz mehr. Könnte aber hier noch so ein Spindchen machen. Ausrüstung Teil 2. Nee, ich weiß, wie ich das mache. Für den Spind, was habe ich denn dafür jetzt nochmal gebraucht? Erstmal meine Ausrüstung. Die da. Taschenlampe. Zack. Hm? Nein. So. Und so. Warum mache ich das so? Muss ich das so, weil dann ist doch viel einfacher, dann hinterher wieder zu tauschen. Nochmal so ein Spind. Ein Spind. Da. Quarz und Titan 2. So. Titan 2. Und ein Quarz. Hm? Was hast du denn für ein Problem? Hallo? Auch lustig. Okay. Da ist er. Machen wir so. Ich habe gerade noch nichts mit. Warte. Machen wir Pflanzen und Eierhand. Ist das dann jetzt tatsächlich nur für die größeren Tiefen da? Oder was? So, machen wir die erstmal hier alle rein und fertig. Im Zweifel nur die großen. Mal gucken. Habe ich noch große da? Nee, ne? Nee, dann ist ja alles gut. Aber 2 muss ich halt hier drin lassen. Okay. Ja, fertig. Pflanzen kommen immer da rein, wenn ich so Sachen habe. Und gut ist, dann habe ich auch hier
wieder ein bisschen Platz. Und auch den Blödsinn, den ich hier nicht drin haben sollte, auch hier drin nicht lagern. Alles gut. Gut, dann wollte ich jetzt mal gucken. Nee, das hat wohl tatsächlich nur was mit größeren Tiefen zu tun. Okay, weil hier geht der Sauerstoff ziemlich schnell weg. Ganz normal, wie immer halt, ziemlich schnell. Was will ich da? Ich will dahin. Zwei Flaschen sind also Pflicht. Gut, meine Lieben. Wir sind ausnahmsweise mal pünktlich, also ich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen hoch da, teilt es gerne auf eure Social Media und dann hören und steuern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.